Hola, meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, schön, dass ihr zu mir gefunden habt. Ich freue mich wirklich sehr darüber. Ja, wenn auch euch interessiert, wie denn die nächste Woche eure Soul Couple Reise oder Journey eben so weitergeht, dann bleibt doch jetzt einfach dran. Bis gleich. Ja, meine Lieben, schön, dass ihr dran geblieben seid. Ich freue mich wirklich sehr darüber. Wie ihr seht, habe ich euch heute mal wieder mit rausgenommen bei dem unfassbar schönen Wetter. Und ja, jetzt möchte ich ganz gerne mal schauen, wie geht es denn in unserer Folge Nummer 15 jetzt weiter für dich und dein Gegenüber. Du bist hier also vollkommen richtig, wenn du dich derzeit in einer Partnerschaft, vielleicht mit einem Seelenpartner, mit einer Zwillingsflamme oder einer Dualseele eben befindest oder in einer Ehe. Und falls du jetzt hier als Single zu mir gefunden hast, bist du hier dennoch vollkommen richtig. Dies ist eine Videoserie, die eben auch aufeinander aufbaut. Also wenn du wissen möchtest, wie sich diese beiden Hauptcharaktere, die da jetzt liegen, die Herrscherin als auch der Herrscher, sich rausgesucht haben, dann solltest du definitiv bei der Folge Nummer 1 damit beginnen. Aber ansonsten ist es auch vollkommen in Ordnung, wenn du jetzt hier mit uns einsteigst. Und ja, jetzt möchte ich ganz gerne auch wieder für die nächste Woche schauen, was sich denn hier in unserer Seelenreise mit unserem Gegenüber zeigt. Wo befindest du dich auf deinem Weg zu deinem Gegenüber? Wo steht er derzeit auf dem Weg zu dir? Also vielleicht hast du ja auch momentan keinen Kontakt mit deinem Gegenüber. Das ist ja bei sehr vielen leider momentan der Fall. Und ja, jetzt möchte ich ganz gerne mal schauen, was ich dir hier eben als Nachricht überbringen darf. Und wie immer habe ich hier The Good Tarot. Das ist wirklich, finde ich, für mich das eins der schönsten Tarotkartendecks, die es überhaupt irgendwie gibt. Und genau, dann beginne ich auf jeden Fall wieder mit der Herrscherin. Die linke Seite steht hier grundsätzlich immer für die weibliche Energie und die rechte Seite eben auch für die männliche Energie. Das ist auch in unserem Körper so der Fall. Vielleicht ist das ja irgendwie eine wichtige Information, die dir jetzt auch hier irgendwie weiterhelfen kann. Okay, meine Lieben, dann möchte ich nun ganz gerne mal die Karten befragen. Was zeigt sich denn hier in der nächsten Woche für unsere Soul Couple Journey? Folge Nummer 15. Wo befindet sich die Herrscherin? Wo befindet sich der Herrscher auf seinem Weg zu seiner Seelenpartnerin? Die letzte Woche ging es ja wieder darum, dass Nachrichten reinkommen. Ich habe auch schon einige Rückmeldungen von euch bekommen. Das ist sehr, sehr schön. Das freut mich. Aber scheinbar wollen auch viele ihren Herrscher gar nicht wieder zurück. Beziehungsweise auch Versöhnungen werden schwer angenommen momentan in Partnerschaften und Ehen, habe ich so den Eindruck von meinen privaten Legungen. Aber wir schauen mal. Okay. Wo befindet sich die Herrscherin? Was darf ich hier überbringen? Okay, wir haben hier einmal den Gehängten. Ach, Hummel, lass mich bitte. Wo befindest du dich gerade? Wow, das sind auf jeden Fall zu viele. Wo befindest du dich auf dem Weg zu deinem Seelenpartner, liebe Herrscherin? Lieber Spirit, könnte ich jetzt mal bitte noch zwei Karten haben? Also einmal 9 der Stäbe und wir haben hier das Ass der Kelche. Leute, das ist richtig gut. So, und jetzt möchte ich ganz gerne wissen, wo ist der Herrscher auf dem Weg zu seiner Herrscherin? Wir haben hier einmal 6 der Erde, also 6 der Münzen. Wow, wieder den Magier.
zum was weiß ich wievielten Mal hier in der Soul Couple Journey. Wow, ach, das sind jetzt aber echt ein bisschen viel. Egal, wir nehmen sie, das wird schon seinen Grund haben. Also wirklich, Leute, wir haben hier zwei Asse. Das ist richtig mega. The Call und dann noch The Fool. Okay, und wie immer möchte ich auch ganz gerne die mystische Momente Orakelcards hier befragen und schauen, wo führt denn der Weg dann für euch beide hin? Was ist euer Thema, was euch beide eben die kommende Woche begleiten wird oder eben für euch beide wichtig sein wird. Und da haben wir sie schon, die Offenheit. Sehr, sehr schön. Okay, meine Lieben. Ja, also ich habe hier wirklich richtig, richtig schöne Karten liegen und echt eine gute Nachricht für euch. Bei dir als auf der Seite der Herrscherin gibt es hier eben zwei verschiedene Möglichkeiten. Also diese Karten zeigen hier ganz deutlich, dass du dich, wie ich das eben gerade schon ohne Karten hier liegen zu haben gesagt habe, dass die meisten tatsächlich momentan gar nicht bereit sind für einen Neustart mit dieser Person. Das ist also die Person, an die du jetzt denkst, beziehungsweise weshalb du überhaupt dieses Video hier siehst. Und weil es hier eben starke Verletzungen gab, es gab hier Anschuldigungen, es gab hier möglicherweise Thematiken wegen Untreue, ihr hattet ständig Dispute, Streitigkeiten oder habt diese eben auch aktuell immer noch und dadurch hast du dich eben zurückgezogen. Für viele, die jetzt hier zusehen, kann es sein, dass ihr momentan gar keinen Kontakt habt, also auch nicht mal sporadisch und das eben auch über eine sehr, sehr lange Zeit schon. Und ja, du hattest in dieser Phase, in diesen Monaten oder Wochen, in der ihr jetzt eben in der Kontaktlosigkeit seid, eben schlaflose Nächte, dir ging es richtig schlecht. Hast halt ständig Gedankenkino gehabt. Du wusstest irgendwie nicht mehr ein, nicht mehr aus. Du hast irgendwie keine Hoffnung mehr gehabt, dass es irgendwie weitergeht oder hast dies eben auch immer noch aktuell. Also du bist momentan in einer nicht ganz so guten Energie, sage ich jetzt einfach mal, oder warst das, ja. Und hier mit 9 der Stäbe ist eben aber auch angezeigt, werde dir auf jeden Fall mal wieder bewusst über deine Wünsche, Träume, Visionen. Das hatte ich ja auch schon in der Weekview gesagt, in der vorletzten. Dass es auf jeden Fall viel in dem Neumond in den Zwillingen eben auch darum ging, eben unser Leben aus einer neuen Perspektive zu betrachten, dass wir eben, ich lege das mal hin, dass wir eben einen Perspektivwechsel vornehmen, indem wir unser Leben eben mal von oben betrachten, also aus der Luftperspektive tatsächlich. Das hatte ich euch ja geraten, um eben möglichst bald auch einen roten Faden in unserem Leben erkennen zu können, woran es denn momentan eigentlich liegt, dass es bei dir vielleicht in Sachen Liebe oder vielleicht auch noch zusätzlich in weiteren Lebensbereichen halt einfach momentan nicht so gut läuft, ja. Also du siehst ja hier auch mehrere Sterne auf der Karte, das heißt, es könnte hier eben auch für dich wirklich um mehrere Lebensbereiche gehen, also jetzt nicht nur um die Liebesbeziehung hier mit deinem Herrscher, mit unserem faulen, trägen Löwe, sondern hier eben auch, vielleicht hast du auch auf der Arbeit irgendwie momentan, bist ja im Umbruch, würdest vielleicht gerne etwas anderes starten oder was Neues machen, aber du weißt noch nicht so wirklich wie, du weißt nicht was. Und hier bittet dich die Karte eben darum, chill mal deine Base,
betrachte mal dein Leben von oben aus der Vogelperspektive. Oftmals hilft uns dabei, auch wenn wir einfach mal in Urlaub fahren, wenn wir mal die vier Wände wechseln oder einfach mal was anderes sehen. Ja, das hilft uns eben auch stark dabei, eben auch unseren Alltag oder unser Leben eben auch mal aus einer anderen Perspektive zu sehen. Also vielleicht planst du ja gerade einen Urlaub oder bist gerade am Überlegen, soll ich einen Urlaub fliegen dieses Jahr? Ja, nein. Dann raten dir die Karten hier, tu dies auf jeden Fall. Ja, weil wir haben hier das Ass der Kälte. Also meine süße Maus, du kommst jetzt hier komplett in deine Gefühle. Du kommst jetzt dazu, dass du deine Emotionen wiederfindest, also auch du findest den Zugang wieder zu deinen Emotionen. Wir hatten ja immer so den Herrscher gebasht die letzten paar Wochen, von wegen, dass er halt einfach hier einfach nicht durch den reißenden Fluss schwimmen möchte, der so zwischen euch ist quasi. Also ich hatte das so beschrieben, dass es hier ein Löwenpaar sozusagen ist. Das hat sich mir irgendwann mal so eben verbildlich dargestellt, und zwischen euch ist ein reißender Fluss, der eben für eure Emotionen und Gefühle steht, die ihr beide eben füreinander habt, und er möchte eben zu dir auf die Seite kommen, aber er traut sich nicht, durch seine Gefühle und Emotionen eben zu dir zu finden, sondern er bleibt lieber auf seiner Seite, in seinem kargen Land, ja, wo es nichts zu reißen gibt, wo es nichts zu machen gibt, außer eben Kontemplation, Innenschau, aber das tut ihm ja scheinbar hier richtig gut, ja, so wie sich das dann hier auch auf seiner Seite zeigt, aber da komme ich auch gleich nochmal dazu. Also auf jeden Fall, meine Liebe, durch diese Phase des Rückzuges, des gehängten Modus, ne, des Perspektivwechsels, des Richtungswechsels, kommst du jetzt eben dazu, dein Herz zu öffnen. Ja, das ist so schön. Das Seepferdchen steht auch immer für die Herzöffnung und für die Herzkommunikation. Ja. Also es geht hier auch darum, dass eure Herzen eben auch sowieso miteinander kommunizieren, auch wenn ihr euch beide eben im Real Life so gar nicht seht. Also du bekommst jetzt hier die kommende Woche eine riesen Chance in dein Leben, dich hier offen zu zeigen, ja, weil darum geht es für euch beide, es geht um die Offenheit, es geht darum, warte mal ganz kurz, ich würde gerade hier, diese eine Hummel, die mag mich wirklich sehr, das ist schön, aber so, es geht hier eben auch für euch die nächste Woche darum, in die Offenheit zu kommen, die Chance, die ihr beide miteinander habt, eben auch wahrzunehmen, beziehungsweise eben auch die Gefühle jetzt endlich mal in den Fluss zu bringen. Wir haben hier zwei Asse und wir haben hier den Neuanfang, The Fool, als auch The Call. Ja, also hier wird auf jeden Fall, ist das Ganze von oben so orchestriert, auch dass ihr vielleicht momentan in der Kontaktlosigkeit seid. Ihr bekommt jetzt hier, du als auch er für sich, die nächste Woche eine Chance ins Leben geschickt. Also das ist nicht nur ein kleiner Impuls oder so, das ist ein richtig lauter Knall, ja, das ist ein Ruf sozusagen, und dem werdet ihr auf jeden Fall beide folgen, weil ihr könnt auch hier gar nicht anders sozusagen, ja, und du sollst eben jetzt hier die kommende Woche, meine Liebe, diesen gehängten Modus jetzt verlassen und mal von deiner Innenschau in die Außenschau zu gehen, also dich eben auch wieder offen zu zeigen, auch dein Herz offen zu zeigen. Also im Grunde bedeuten diese vier Karten für mich, also der Gehängte, die Neun der Stäbe, Ass der Kelche und eben hier die Offenheit, dass du dein Herz öffnen solltest wieder für die Liebe. Das sage ich euch ja schon seit ein paar Wochen, aber jetzt ist es auf jeden Fall soweit und du wirst es sehen, dass du nächste Woche ganz baff sein wirst, wie offen und wie offenherzig du eben auch durchs Leben gehst. Ja, also vielleicht hast du hier auch wirklich Kontakt mit anderen Menschen, wo dir das eben auch schon auffällt, dass du viel besser gelaunt sein wirst, dass du total wie so einen Verliebtheitszustand hast, aber mit dir selbst sozusagen. Also das ist so schön. Du brauchst eigentlich gar keine andere Person, um wirklich glücklich zu sein, weil du eben komplett in deiner Selbstliebe bist. Ja, also das ist wirklich sensationell, was hier liegt. Ja,
Ich möchte dir hier noch als Tipp mitgeben, mach doch mal die Woche vielleicht eine Meditation, und zwar eine Herzchakra-Meditation oder aber einfach eine Meditation für alle Chakren. Da kannst du mal hier auf YouTube schauen, da gibt es hier ganz, ganz tolle Videos dafür. Guck mal, das fette Bremsenvieh ist da jetzt gerade auf das Ast der Kelche geflogen. Also es soll auch nochmal der Hinweis darauf sein, auf jeden Fall das Herzchakra hier zu öffnen. Ja, sehr, sehr schön. Das sind tolle Nachrichten. Und jetzt kommen wir mal hier auf die Seite von deinem Gegenüber, von unserem faulen, trägen Herrscher alias Eierkopf. Okay, also, hier fiel als allererstes die Karte 6 der Erde. Ist auch so schön, dass es hier mit einem Hirsch hier dargestellt wird. Der Hirsch steht ja auch immer für die männliche Polarität, für das aktive Prinzip, für die absolute Männlichkeit. Ja, also das ist die Polarität schlechthin der Männlichkeit, der Hirsch. Also zumindest mal hier im europäischen Raum ist das auch unter anderem ein sehr, sehr hohes Schutzsymbol und auch eine sehr, sehr hohes Krafttier, der Hirsch. Und ja, also dein Gegenüber kommt jetzt hier in den Quark, und zwar in den Quark seiner männlichen Polarität. Ja, also hier war nämlich die ganze Zeit etwas nicht im Einklang bei dieser Person. Das hatte ich aber auch schon mal in den Soul Couples vorher gesagt, dass mir diese Energie von diesem Herrscher hier einfach nicht gefällt, weil er mir zu weiblich sich einfach hier ins Blatt legt. Ja, also dieser Mensch war zu sehr in seiner weiblichen Polarität und du zu viel in deinem männlichen Prinzip. Du warst zu aktiv in deinen bisherigen Beziehungen oder vielleicht auch in deiner jetzigen Beziehung oder Partnerschaft. Ja, du hast hier halt einfach Dinge entschieden. Du bist hier auf ihn zugegangen. Also du hast eigentlich alles gemacht, was man halt auf gar keinen Fall machen sollte, wenn man hier als Herrscherin quasi dem Herrscher auch imponieren möchte, beziehungsweise sich hier eben auch eine natürliche Verbindung ergibt, eben alleine schon mal aus dem Grund heraus, dass du als Frau in deiner weiblichen Polarität bist und er eben auch in seiner männlichen Polarität, ja. Und also diese Person, dieser Herrscher dein Gegenüber, auch wenn du jetzt hier als Single zusiehst, das ist deine Person, die du jetzt als nächstes kennenlernen wirst. Das ist auf jeden Fall eine Person auf Augenhöhe. Und hier werden sich für dich als Single hier definitiv in der nächsten Woche ein bis sogar vielleicht möglicherweise zwei Chancen ergeben, hier einen solchen Partner kennenzulernen. Du kennst ihn vielleicht auch möglicherweise schon und kannst es dir nur nicht vorstellen, dass es diese Person wirklich ist. Das habe ich gerade mal noch so zwischendurch reingekriegt. So, jetzt kommen wir wieder zum 6 der Münzen. Also hier war irgendwas im Ungleichgewicht, das Geben und Nehmen war hier nicht im Einklang, als auch das männliche, als auch das weibliche Prinzip ebenfalls nicht. Und da kommt er jetzt aber rein hier in den Quark sozusagen mit dem Magicen. Also wenn der Magier fällt, ist alles möglich sozusagen. Ja, das ist immer die Karte, die... Das ist eine Person, die eben alle Skills beherrscht, die eben alle Attribute im Leben hat. Ja, also er hat die Fähigkeit der Stäbe, der Münzen, der Kelche und der Schwerter. Und er schafft eben auch magische Momente in dem Leben von einer Person, wenn diese Karte fällt. Ja, also es passiert hier auch etwas, auch wenn du es vielleicht im Außen nicht so wirklich mitbekommst und du dir denkst, ja, es passiert überhaupt gar nichts bei mir und auch bei meinem Gegenüber nicht. Er ist immer noch in seinem komischen Modus da. Also ist er mit Sicherheit nicht, weil viele Sachen laufen ja auch unterbewusst ab, beziehungsweise im Background ist der Spirit eben dabei, uns ein Leben zu generieren, und du als Manifestator manifestierst dir ja auch dein Leben, und manchmal dauert es halt eben ein bisschen, wir sind halt alle sehr, sehr ungeduldig, ne? Das ist diese schnelle, hektische, laute Zeit, in der wir uns befinden, und deswegen geht es hier auch darum, einfach auch Geduld zu haben. Auch in der letzten Woche hatten wir Patient auch auf deiner Seite, also die Geduld, ja. Du hast jetzt hier genug Geduld erwiesen, auch mit dir selbst, meine Liebe, ja.
Und daher schaffst du das jetzt eben auch locker, hier in deine Herzöffnung zu kommen. Und bei deinem Herrscher hier auf der Seite, wie gesagt, durch den Magier, zeigt sich hier eben an, dass er jetzt es hier eben geschafft hat, sein inneres Ungleichgewicht in den Einklang zu bringen und eben gewisse Skills sich noch anzueignen oder eben auch die Skills, die er vielleicht die ganze Zeit schon hatte, eben auch jetzt endlich nutzen zu können. Ne? Weil das beste Werkzeug bringt einem ja halt auch nichts, wenn man damit nicht arbeiten kann. Ne? Sage ich auch immer sonst. Ja, dann haben wir hier, ich finde das so hammerhart, aber ihr habt gesehen, ich habe live gemischt wieder. Wir haben hier das Ass der Kelche, also du gibst ihm die Chance der Herzöffnung und er gibt dir das Chance der Leidenschaft, des Feuers, der, ja, der Inbrunst, der Eroberung. Es geht hier um Werben, einfach um eine ganz, ganz tiefe Leidenschaft, die dieser Mensch hier für dich empfindet. Wir haben schon so oft das Ass der Kelche hier, das Ass der Stäbe in der Weekview, in der Soulcouple Journey gehabt. Es tut mir so leid, ich bin so verwirrt heute. Das ist einfach das schöne Wetter. Ja, auf jeden Fall, was mich aber halt richtig tierisch freut, weil das hatten wir, glaube ich, noch gar nicht in der Soulcouple Journey, ist eben, dass du, liebe Zuseherin, jetzt hier auf jeden Fall deine Herz, Chakra öffnest und hier eben auf jeden Fall eine sehr, sehr große Chance reinkommt, hier deine Gefühle auch leben zu können. Also richtig schön. So, und dann habe ich ja gesagt, diese drei Karten, die behalten wir jetzt auch, weil die fielen ja sozusagen zusammen raus. Und also er wird jetzt hier vielleicht auch über seine Leidenschaft wieder zu sich finden, diese vielleicht auch neu entdecken. Ich kann mir hier gut vorstellen, dass dein Herrscher vielleicht eben, falls ihr jetzt noch keinen oder eine sehr, sehr lange Zeit keinen Kontakt miteinander hattet, dass ihr eben, dass er hier eben sehr, sehr wenig Leidenschaft in seinem Leben hatte und auch vor allem sehr, sehr wenig Zuneigung und Liebe. Und danach sehnt sich diese Person. Diese Person sehnt sich danach, in den Arm genommen zu werden. Diese Person sehnt sich danach, Zärtlichkeiten mit dir auszutauschen. Diese Person sehnt sich danach, mit dir sexuell aktiv zu werden. Und genau. Und dieser Skill oder diese Fähigkeit hat ihm jetzt quasi gefehlt, um hier eben dann auch in die Offenheit zu kommen. Und das wird ihm aber jetzt also nächste Woche definitiv gelingen. Vielleicht hat er hier auch irgendeine Erfahrung gemacht. Das ist jetzt aber auch nur für einen ganz, ganz kleinen Teil, die ihn eben auch dazu bewogen hat, zu erkennen, dass du eben wirklich hier seine Wunscherfüllung bist und dass du eben auch die Person bist in seinem Leben, der er sich auch definitiv wieder öffnen möchte. Weil mit niemandem ist der Sex so gut wie mit dir. Also Indoor Paralympics. En masse, ja, und das soll ich dir hier auch eben von deinem Herrscher sagen. Also, falls du dich das gefragt hast, ob er hier vielleicht eine andere Pussy am Start hat, also, das kann ich jetzt hier nicht sehen, weil die Leidenschaft liegt eben, wie gesagt, bei dir und das Feuer der Leidenschaft, das wird jetzt neu entfachen. Und wir haben auch hier, wie gesagt, den Call und The Fool. Das sind so unfassbar gute Karten, meine Liebe. Also, es wird hier definitiv ein. Ach Gott, ich habe noch gar nicht das Outcome raus, gell? Sehe ich jetzt erst. Das gibt es hier gar nicht. Wo habe ich jetzt die Karten? Hallo? Oh, wow. Und wir haben hier im Outcome die Königin der Erde. Seht ihr das? Also, und da komme ich jetzt auch noch dazu. Das habe ich ganz vergessen. Das ist total wichtig. Also, wir haben hier. Ich glaube, ich habe es einfach vergessen, weil da vorhin drei Karten am Schluss fielen und dann habe ich es einfach irgendwie ignoriert. Also hier möchte auf jeden Fall ein Neuanfang reinkommen. Der Spirit sagt euch hier beiden, jetzt ist die Zeit dafür, offen füreinander zu sein. Jetzt ist die Zeit dafür, hier eine Begegnung stattfinden zu lassen, entweder wieder eine Begegnung stattfinden zu lassen oder ganz neu. Also es sind momentan sehr viele Seelenpartner auf der Reise, ja, also auch bei mit den ich habe drei Freundinnen, mit denen meditiere ich immer zusammen und wir haben alle das gleiche Mindset, dass wir eben auch glauben, dass es eben eine Seelenpartnerreise gibt hier in dieser 3D-Dimension. Und derzeit sind halt echt sehr, sehr viele Seelenpartner unterwegs auf der Suche nach ihrer Seelenpartnerin.
beziehungsweise die werden gelenkt. Das ist keine direkte Suche, sondern der Spirit hat das ja alles schon so vorgesehen, dass ihr euch auch zur rechten Zeit dann eben auch kennenlernt. Ja? Und es gibt manchmal Phasen, das sind eher weniger viele Seelenpartner sozusagen unterwegs, aber momentan ist da ganz schön was los. Es haben sich auch sehr viele getrennt. Und aber das waren eben einfach auch Beziehungen, die halt einfach dazu einfach gedacht waren, irgendwann früher oder später zu scheitern. Ja, das hat eben dieses Jahr 2022 eben auch so an sich, dass jetzt eben sich neue Seelenpartnerpaare bilden. Genau. Und hier möchte eben diese Karten möchten dir damit sagen, dass durch diese zwei Chancen, die jetzt hier reinkommen, also du die Chance, dein Herzchakra zu öffnen, und hier, bin ich noch gar nicht weiter drauf eingegangen, und er hat hier jetzt die Chance für sich gefunden, beziehungsweise wird die in dieser Woche finden, sein Wurzelchakra zu öffnen und sein Sakralchakra, weil das ist bei ihm halt zu, ja, das ist so seine Thematik. Die Thematik des Annehmens, die Thematik der Selbstfürsorge, die Thematik der Sexualität, die Thematik der Harmonie, die Thematik der Verbundenheit und die Thematik der Aktivität, als auch aber gleichzeitig der Passivität. Ja, das wird er eben für sich jetzt klären in der kommenden Woche. Und hier mit dem Call ist er hier eben ganz stark auch geleitet von der lichtvollen geistigen Welt. Also er hat momentan auch gar keine wirklichen großen Spielräume. Er befindet sich da momentan so auf seinem Weg und ist da auch sehr stabil dabei, auch an sich zu arbeiten tatsächlich. Also falls du dich fragst, oh, ich weiß nicht, ob ich dem Mensch noch mal jemals eine Chance geben würde, solltet ihr jetzt hier keinen Kontakt haben, kann ich dir sagen, diese Person hat hier wirklich an sich gearbeitet. Und falls du mit diesem Herrscher hier verheiratet bist oder in einer längeren Partnerschaft dich schon befindest und momentan kriselt es halt so ein bisschen bei euch, dann kann ich dir hier nur sagen, wird sich das auf jeden Fall auch wieder, so finde ich es eigentlich am besten, wird sich das eben wieder klären zwischen euch, und du wirst auch erkennen, dass dein Partner eben auch wirklich hier an sich gearbeitet hat. Vielleicht hat er auch eine Therapie gemacht, das kann ich hier für einige Herrscher tatsächlich auch nicht ausschließen, ja, dass hier vielleicht auch eine Psychotherapie stattgefunden hat. Vielleicht hat diese Person auch Probleme mit Angst, mit Ängsten generell, mit Versagensängsten, mit Verlustängsten und eben auch hier eine Bindungsthematik. Aber das hatten wir ja schon in den letzten Soul Couple Journeys eben auch schon, sind wir da schon näher drauf eingegangen. Hier bei dieser geht es jetzt hier um andere Thematiken. Ja, meine Liebe, also so ganz generell im Outcome haben wir ja jetzt hier die Königin der Kelche, und das bedeutet eben, dass es hier eben in der nächsten Woche wirklich darum geht, in die Stabilität zu kommen, aber auch in die Offenheit, ne? Also, dass man sich eben auch gut erdet, das ist nächste Woche auch ein wichtiger Faktor, also bitte trink viel die kommende Woche, ess viel Wurzelgemüse, koch selber auf jeden Fall, das ist das Allerwichtigste. Du solltest auch hier mal noch ein bisschen in deinem gehängten Modus, wenn du dich da jetzt eh noch drin befindest, auch noch ein bisschen mehr darauf achten, noch stärkere Selbstfürsorge eben für dich zu betreiben, also durch besseres Essen, durch mehr Bewegung, bessere Ernährung und liebevolleren Umgang mit dir selbst. Aber da bist du eben jetzt schon auf einem sehr, sehr guten Weg. Viele Zuschauerinnen und Zuschauer, die jetzt hier zu mir gefunden haben, sind möglicherweise im Erdelement geboren. Das heißt, sind Jungfrau, Stier oder Steinbock. Und falls das hier nicht für dich der Fall ist und du das auch nicht in deiner Chart hast, vielleicht im Aszendent oder so, möchten dir die Karten hier eben sagen, dass es hier darum geht, die kommende Woche hier wirklich in das weibliche, in das fließende Prinzip zu kommen, dein Herz hier zu öffnen und dich eben auch voller Vertrauen und voller Harmonie auch wieder der Liebe zu öffnen. Ja, also dass du auch wieder darauf vertraust, dass dir das Leben immer den Partner schickt, den du brauchst. Und falls das Leben dir momentan keinen Partner schickt, dann hat es auch immer eine Bewandtnis und auch eine Aufgabe. Ja, weil dann bist du
sollst du momentan quasi Single sein, weil du hier eben, wie ich ja jedes Mal, jede Woche neu wiederhole, hier eben auch Thematiken hast, die du eben auch nur mit dir selber klären kannst. Dabei kann dir niemand helfen, dabei kann dir vor allem kein männliches Prinzip helfen, sondern hier geht es wirklich darum, dass du dein Leben für dich selbst ordnest, dass du für dich in die Selbstliebe, in die Selbstbestimmtheit kommst, ja, dass du dein Leben hier einfach in der Hand hast. Was heißt einfach? So einfach ist es nicht. Aber darum geht es eben, ja, dass du dir hier selbst deine eigene Stabilität schaffst im Leben und dein eigenes Fundament. Und so ist es eben so, dass dein Partner eben auch nur wieder das i-Tüpfelchen quasi auf dir ist oder nicht auf dir, sondern halt so, also in deinem Leben ist. Und das sollte ein Partner ja auch immer sein, ne? Und jeder Mensch sollte für sich selbst ein selbstbestimmtes und vor allem ein nice geiles, ich habe das Wort von Christian Hemmschemeier quasi eben gerade zitiert, genau, dass du eben in dein nice geiles Leben dir selbst erschaffst, um ja eben ein glückliches und sehr, sehr erfülltes und selbstbestimmtes Leben leben zu können, ja. Genau. Sehr, sehr schön. Also möglicherweise, falls du selbst nicht ein Erdzeichen bist, kann es auch sein, dass dein Gegenüber vielleicht Jungfrau, Stier und Steinbock ist. Auch das kann ich hier nicht ausschließen. Und jetzt möchte ich noch mal ganz gerne mit The Fool und The Call und der Offenheit. Also das sind so, also Leute, ich finde wirklich, diese Soul Couple Journey ist unfassbar wertvoll und die hat so viele Nachrichten. Ich könnte jetzt hier noch eine Stunde erzählen, locker, ja. Aber das wäre jetzt einfach, das würde einfach den Rahmen sprengen. Ihr seid da auch nicht so offen für so lange Videos. Kann ich auch echt verstehen. Wir haben ja auch alle nur beschränkt Zeit. Also, du befindest dich auf deinem Seelenpartnerprozess, in deiner Seelenpartnerreise. Wie gesagt, die kommende Woche geht es für dich um die Öffnung deines Herzchakras. Dadurch oder geht es darum, dass du in deine Gefühle wiederkommst und in deine Emotionen auch dieser Person gegenüber. Und falls du für dich, weil das kann das eben auch heißen, beschlossen hast, nein, mit diesem Herrscher möchte ich keine weitere Beziehung mehr führen, das Thema ist für mich an ACTA gelegt, dann ist es sehr, sehr schön, dann zieht es weiter so durch. Dennoch wird diese Person hier nochmal auf dich zukommen. Du kannst dir dann einfach mal schauen, wie du damit umgehst, ja. Aber dann lass das halt einfach das los, das Thema, und mach dich eben auf den Weg hier in eine neue, offene Beziehung, die du hier auf jeden Fall führen wirst. Und es ist auch so schön, weil dieses Seepferdchen hat hier eine Perle quasi so eingerollt, ja. Perlen sind auch, stehen immer für die Reinheit und für die Liebe tatsächlich auch. Ich habe auch immer nur Perlenschmuck an Ohrringen und Halsketten, weil mir das so gut gefällt. Es gibt auch echt viele Männer, die sagen, wenn Frauen Perlen anhaben, dass das total anstrengend ist. Ja, das sind aber halt Leute, die einfach sich immer unverbindlich zeigen. Die finden sowas anstrengend. Ja, ja, keine Ahnung, warum ich das jetzt sagen sollte. Vielleicht trägst du ja auch ganz gerne Perlen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wird hier von oben orchestriert, dass ihr eben beide hier in den Neuanfang geht. Es wird hier auf jeden Fall, werden hier Nachrichten kommen. Ja. Das können auch Impulse sein, das können auch tatsächlich Musikbotschaften sein, die hier dich erreichen werden in der kommenden Woche. Schau dir mal bitte, dass du da eben auch offen dafür bist, ne? Und falls du eine Einladung bekommst, auf irgendein Konzert zu gehen oder auf irgendeine Veranstaltung, wo Musik ist, dann tu es einfach. Geh dorthin, das wird dir auf jeden Fall sehr, sehr gut tun. Und auch mit der Offenheit, mit dem Schmetterling. Also du bist jetzt wirklich von der kleinen, dicken, fetten Raupe zum Schmetterling geworden und du entfaltest jetzt hier eben auch die Kraft der Liebe für dich neu sozusagen. Ja, also eurer Verbindung steht hier für einige wenige tatsächlich nichts mehr im Wege. Ja, also hier zeigt sich eine sehr, sehr schöne, geerdete Energie. Die Königin der Erde ist einfach eine so schöne mütterliche und weibliche Energie. Und darum geht es eben sehr viel in der kommenden Woche, weil auch die Leidenschaft ist weiblich. Ja. Hier geht es wirklich darum, Herzchakra, Sakralchakra und Wurzelchakra zu öffnen und hier eben dieser neuen Liebe oder vielleicht auch alten Liebe eben nochmal eine neue Chance zu geben. Also eine zweite Chance wird hier verlangt. Ja.
Und für diejenigen, die jetzt hier, wie gesagt, als Single zusehen, du wirst definitiv nächste Woche hier, könntest du schon deinem Gegenüber begegnen. Und also halt mal deine Äuglein hier offen und vor allem bleibe auch offen in der Haltung, ne, indem du dir selbst Liebe und Zuneigung gibst und dann brauchst du es eben auch nicht von außen. Ja? Okay, meine Lieben. Ja, falls euch dieses Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch. Falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert unbedingt meinen Kanal. Hier in der Mitte werde ich auf jeden Fall nochmal mein Logo einleuchten. Dieses Abo ist vollkommen kostenlos. Und dann wünsche ich euch jetzt eine wunderschöne Woche. Passt gut auf euch auf und bis ganz bald. Namaste.